Hello and welcome to my budget Pendulum Magician deck profile. I'm just going to show you the deck list right now for everyone who just clicked on the video based on the title. This is it here. This is quote unquote the best budget version you will find, or should I rather say the best beginner version. If you never played Pendulum Magician before, this is your deck to try it out, because this deck is built to be as consistent and at the same time as easy to understand as possible, but by at the same time being under $20 as cheap so everyone can afford it and give it a try without investing a lot of money. So I hope you enjoy the deck list, and let me know in the comment section down below your thoughts on the deck. And if you have any tips for new upcoming Pendulum players, let the tips down in the comment section below so they can read them. And yeah, let us all enjoy. And now I'm going to go over to the explaining part, where I explain to you every card, what it does, and the context behind it. So, dann mache ich jetzt mal erstmal so weiter. Das war jetzt, der Anfang war jetzt einfach nur für Leute, die einfach nur auf das Video klicken. Und ja, ich habe hier gesehen, es sind ein paar englische Leute, die das schauen. Und ja, einfach nur damit die das halt auch sehen, die Deckliste. Jetzt gehe ich kurz mal drüber über jede einzelne Karte, was die so machen und warum das hier wirklich die beginnerfreundlichste Version ist, die ich bisher gesehen habe. Ich habe mir da wirklich viel Mühe gegeben und viel rumprobiert, was man einstellen könnte von den Ratios. Und das Problem ist einfach, Beginner können nicht so viel Ressourcenmanage machen. Deswegen wollte ich zum Beispiel Karten wie Blackfang und Poison, wollte ich nur auf 1 cutten, wollte ich am Anfang auf 1 cutten. Habe ich dann aber gemerkt, okay, lieber auf 2, weil einfach wegen Ressourcenmanagement und wegen Combos. Nicht, dass man einfach zu viel verschwendet, und deswegen wollte ich das Ganze ein bisschen sehr kompakt halten. Deswegen auch keine Karten wie Apex Avian oder die Mystical Beast Engine. Einfach nur, weil die Mystical Beast Engine zum Beispiel sehr teuer ist, weil das Jackal kostet 10 Euro pro Kopie. Und genau, also das ganze Deck ist 20 Euro im Zusammenpack. Und ja, also sowohl Main Deck als auch Extra Deck zusammen sind unter 20 Euro. Also das Main Deck sind zum Beispiel, glaube ich, nur 7 Euro, wenn ich es richtig weiß, 7, 8 Euro das Main Deck. Auf jeden Fall ist es extrem cheap, also jeder kann sich das wirklich leisten und jeder kann es mal ausprobieren. So, gehen wir kurz die Karten durch. Zweimal Dragon Pit Magier. Wenn man einen Magier in der anderen Pendelzone hat, kann man eine Karte abwerfen und eine Zauber- und Fallenkarte zerstören. Ist immer nett zu haben. Außerdem ist eine 8er Scale und ein Level 7 Monster. Das hilft uns, auf Absolute Dragon zu gehen, beziehungsweise dann auf Vortex. Zweimal auf Dragon. Addet uns ein Magier-Monster vom Extra-Deck auf die Hand zurück, was halt für Ressourcenmanagement extrem wichtig ist, und er ist auch ein, ja, Stufe 6, ziemlich gut. Harmonizing ist quasi das Ziel des Decks, ist Harmonizing zu pendeln, weil man kann sie mit Electromite raussuchen, oben aufs Extra-Deck legen, und man kann sie mit Off-Dragon wieder zurückadden, weil sie kann nicht aus dem Extra-Deck gependelt werden, und wenn sie kommt, kommt ein anderer aus dem Deck, ein anderer Pendel-Magier. Dementsprechend kann man damit dann in seine Synchro- bzw. Link-Plays gehen. Und ja. Dann für extreme Konstanz dreimal Wisdom Eye Magician. Wir spielen kein Pot, deswegen banishen wir unsere Magicians nicht. Und wir spielen einen extrem, extrem großen Anteil an Magicians. Deswegen kann Wisdom Eye uns einfach helfen. Er kann, wenn man ihn in der Scale legt, zusammen zu einem anderen Magician, kann er sich in der Scale selber zerstören. Kann dadurch Effekte triggern, wie zum Beispiel den Chronograph oder den Metal, den Electrum, der uns Karten ziehen lässt. Und kann dann einen vom Main Deck, einen Magician, direkt in die Pendelzone machen. Das bedeutet, man kann diesen Effekt nicht mit Ghost Ash negieren, weil er nämlich nicht auf die Hand sucht, sondern er legt vom Feld direkt aufs Feld. Vom Deck direkt aufs Feld. So. Genau. Dann, wie schon gesagt, zweimal Blackfang, zweimal Poison. Beide extrem gute Karten. Poison kann Karten schießen und Blackfang kann Monster wiederbeleben. Und natürlich ATK halbieren. Wie gesagt, zweimal, weil einmal ist zu, ja, zu viel verlangt von einem Anfänger für Ressourcenmanagement. Und zweimal ist eigentlich ganz gut. Man will sie nicht zu oft auf der Hand haben, darum nicht dreimal. Man kann sie auch raussuchen und mit Wisdom Eye bereitlegen. Deswegen ist zwei eigentlich eine relativ gute Ratio, die sich bewährt hat beim Testen. Dann kommen wir jetzt noch ein bisschen zu den Turbo-Karten, damit ein bisschen die Anfänger auch lernen, Pendel ein bisschen neuartig zu spielen. Ein bisschen ja, in diese Turbo-Variante, die einfach gängig ist. Wir spielen dreimal Chronograph, der uns dann den Timegazer aus dem Deck holen kann. Außerdem ist er ein Level 6 Monster und eine gute 8er Scale.
Das ist immer gut zu haben. Dreimal Abyss Actor Curtain Raiser. Er kann sich aus der Pendelzone specialen, wenn wir keine Monster kontrollieren. Und ist dazu noch ein Stufe 4 Finsternismonster, was halt für diverse Xyz Plays extrem wichtig ist. Dann noch dreimal Darkworm und ein Gate Zero, zusammen mit zweimal Drachenschreien und einem Foolish. Das ist einfach die Darkworm Engine, die habe ich bereits in einem anderen Video erklärt. Wenn ihr euch das anschauen wollt, werde ich das in der. Jetzt hätte ich fast wieder auf Englisch gesagt. Nein. Wenn ihr euch das anschauen wollt, dann werde ich das in der Beschreibung verlinken. Warum diese Engine einfach so gut ist, warum man ihn auf den Friedhof sendet, mit Pendulum Call abschmeißen oder mit Drachenschrein direkt auf den Friedhof, weil es einfach so unglaublich viel Plus generiert und ich sag mal, es ist unabdingbar, das in einem Pendeldeck zu spielen, weil es einfach so wichtig ist, dieses Plus generieren vor der Pendulum Summon. Wie gesagt, das Gate Zero ist ein Stufe 7er, kann gesucht werden und hat dazu auch noch eine gute Scale. Der Time Gazer gehört zum Kronengraf dazu, damit wir ihn aus dem Deck specialen können, um auf Elektromai zu gehen. Und dann spiele ich noch die Phantom Knight Engine, einfach nur, weil wir, wie gesagt, wir wollen auf Absolute Dragon gehen, linken diesen dann weg, holen Vortex Dragon und dann haben wir in der Regel immer Vortex Dragon plus zwei Phantom Knight Fog Blades plus irgendein Rang 4 Xyz. Ist normalerweise der Standarderöffnung mit diesem Deck. Also, obwohl dieses Deck wirklich auf Budget gebaut ist und wirklich auf so einfach wie möglich und dass jeder Anfänger damit umgehen kann, kann das Deck trotzdem vier Negates hinlegen. Also das hat mich beim Testen echt überrascht, dass das Deck trotzdem noch so stabil arbeiten kann. Zwei Phantom Knight Silent Boots. Einfach, man will, wenn es ein One-Off ist, dann zieht man es immer. Das ist die Regel. Man zieht auch immer den Garnet. Aber mit Allure of Darkness kann man diesen einen Garnet dann zum Beispiel aus der Hand rausschießen. Oder man pendelt ihn einfach dazu, linkt ihn weg für irgendwas und hat dann gratis Fog Blade. Und Fogblade ist einfach Monster Negate und es ist einfach so einfach zu machen in dem Deck. Den Rusty dementsprechend. Und wenn man den Rusty macht, sind es zwei Fogblades for free und das sollte man einfach. Dieses extreme Plus ist unabdingbar. Zweimal Duelist Alliance und dreimal Pendulum Call. Wie gesagt, wir spielen eine extrem große Anzahl an Magicians und drei Alliance Bricked auf der Hand, weil man nicht zu viele davon haben kann, weil man im Gegensatz zum anderen Magician Odd-Eyes Deck hat man keine weiteren Targets, heißt man hat nur Pendulum Calls zum Suchen und nicht zum Beispiel den Arc Dragon. So, dann komme ich da mal zum Extra Deck kurz. Wie gesagt, das Extra Deck ist sehr variabel. Ich habe es jetzt so gebaut, dass man relativ gute Pendelboards hinlegen kann. Man kann es natürlich auch je nachdem ausfüllen, was ihr selber für Rang 4 Xyz habt. Ihr könnt, wenn ihr Kerngorgon habt, wenn ihr Gagaga Cowboy habt, wenn ihr irgendwelche normalen Rang 4 Xyz habt, könnt ihr die natürlich auch reinpacken. Das ist wie gesagt bloß eine Vorlage. Wie gesagt, das Extra-Deck ist sehr variabel. Das Main-Deck kann man auch noch ein bisschen ändern, wenn ihr es habt. Aber wie gesagt, das Extra-Deck ist, sag ich mal, der Ort, wo ihr, wenn ihr sagt, ihr habt jenes oder dies oder das Extra-Deck-Monster habt ihr und wollt ihr reinpacken. Extra Deck hier ist am variabelsten. Trotzdem werde ich mal kurz drüber gehen, was ich so von meiner Seite aus als Vorschläge mitgebracht habe. Und zwar Electromite, Heavy Metal Force, Electromite. Das Ziel des Decks ist es, Electromite zu bauen, dann seine Scale zu setzen und dann eine Pendulum Summon in seine Pfeile zu machen, damit man möglichst viele Xyz und Synchro Plays raushauen kann. Außerdem kann er uns extremes Vorteil generieren, weil er uns zum einen eine Karte ziehen lässt und zum anderen noch ein Monster vom Main Deck oben aufs Extra Deck legt, womit wir uns quasi jedes Monster aus unserem Deck raussuchen können. Einfach für extreme Konstanz. Dann habe ich noch Lan of Olympus. Man könnte auch die Wee-Witch spielen, die allen Finsternismonstern 500 Attack boostet. Allerdings hat man nicht immer garantiert, dass man zwei Finsternismonster hat. Man hat nämlich zum Beispiel Lichtmonster hier oder Wasser oder Absolute Dragon ist auch Wasser. Deswegen habe ich einfach den Lan genommen. Man könnte, wie gesagt, auch die Wee-Witch spielen. Aber wie gesagt, Lan war einfach für konstant da, weil man nicht immer garantiert hat, zwei Finsternis zu haben. Aber zwei Monster hat man garantiert immer. Und das ist auch zum Beispiel mit der Electromite zerstört wird im ersten Spielzug, dass man dann im zweiten Spielzug dann auf den Lan für Olympus geht und dann wieder aus dem Extra-Deck pendeln kann. Underclock Taker zusammen mit Rusty Bajij ist einfach da für die Phantom Knight Combo. Die werde ich auch noch ein bisschen erklären in einem anderen Video, aber wie gesagt, man geht mit zwei Monstern auf den Underclock Taker, um zu garantieren, dass er ein Finsternis ist, weil Rusty braucht Finsternismonster und man kann mit Absolute Dragon, kann man nicht auf den Rusty gehen. Deswegen macht man einen Umweg, Absolute Dragon und ein anderes Monster
into Underclock Taker und mit Underclock Taker und einem weiteren Monster kann man dann ohne Probleme auf Rusty gehen und seine zwei Phantom Knight Fogblades aus dem Deck suchen. Dann als letztes Link einfach noch Zephra Metaltron. Extrem gut kann man mit seinen Extract-Monstern machen. Er sagt, braucht zwei Monster, die vom Extract beschworen wurden. Das bedeutet, man kann ihn auch mit Pendelmonster, die man offen vom Extra-Deck zurück in eine gelinkte Zone gespecialt hat, kann man ihn auch rufen. Nur so als Hinweis, es müssen keine echten Extra-Deck-Monster sein. Es zählen auch Pendelmonster, die vom Extra-Deck beschworen wurden. Dann, wie gesagt, das Rang 4-Package, das war jetzt nur Beispiele, die jetzt auch, zum Beispiel Evil Swarm Nightmare ist ja jetzt auch wieder in der Legendary Hero Box frisch rausgekommen und Abyss Dweller, das sind einfach Karten, die sind extrem stark, können extrem hilfreich sein und ja, kosten so gut wie gar nichts. Dark Rebellion für den OTK, das braucht jedes Pendeldeck oder jedes Finsternis-Pendeldeck und ja, bringt einfach extrem viel Damage aufs Board und hilft uns. Dann noch Norito, weil wir haben auf Dragon Magician und Chronograph, die sind beide Stufe 6, kann man auf Norito gehen. Bringt einen Zauber- und Fallen-Negate. Wie gesagt, das Deck mag zwar vielleicht extrem billig sein und extrem leicht zu verstehen sein nach einer Weile. Das ändert aber nichts daran, dass das Deck trotzdem seine vier Negates hinlegen kann. Und einfach Norito, zwei Fogblades und noch ein Vortex Dragon oder ein Rang 4 Xyz, irgendwas. Gar kein Problem, wirklich gar kein Problem. Und ja. Genau, deswegen sollte man das Deck auch nicht unterschätzen, nur weil dran steht Budget. Das Deck kann trotzdem extrem viel raushauen. Genauso wie den Dragstar. Den kann man machen mit Timegazer plus Harmonizing. Einfach, falls man die Hand dazu hat, hat man dann noch einen weiteren Negate und der ist extrem stark. Supreme King Clearwing ist 3G-Key, haut das ganze Board weg für den OTK. Einfach extrem gut. Dann das Absolute Package. Einmal den Absolute Dragon, den man mit zwei Siebenern macht, weglinkt und sobald er dann auf den Friedhof gelegt wurde, darf man einen Odd-Eyes aus dem Extra-Deck specialen, was normalerweise der Vortex Dragon ist. Es gibt auch jetzt in neueren Versionen von Pendle die Kombination, indem man den Raging Dragon, also das Xyz-Monster, ruft und das dann mit der Rank-Up-Magic der Phantom Knights aufwertet in DDD Kali Yuga. Das wollte ich jetzt aber hier in dieses Deck nicht integrieren, weil diese Combo noch ein bisschen zu kompliziert für einen Anfänger zu verstehen ist. Und wie gesagt, ich wollte das Deck wirklich so einfach wie möglich halten und so konsistent wie möglich. Und genau. Dementsprechend spielen wir auch den Otter's Meteor Burst Dragon. Der Meteor Burst Dragon hat zwei Effekte. Zum einen kann man ein Monster aus der Pendelzone beschwören. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel einen seiner Siebener in seine Pendelscale legen wollte, legen musste halt, weil wegen, ja, weil man halt seine Scales ausspielen muss, kann man mit ihm, also er ist auch Stufe 7 Synchro, kann man ein Monster aus der Pendelzone beschwören. Beschwört man einfach zum Beispiel den Dragon Pit aus der Pendelzone, kann damit dann mit den zwei Siebenern in den Absolute Dragon legen, weglinken und Vortex Dragon beschwören, als Beispiel für eine Combo. Oder was man auch machen kann, sein zweiter Effekt, was man nicht vergessen darf, der Gegner darf keine Monster-Effekte in der Battleface machen. Das bedeutet, also sowohl auf dem Feld als auch im Friedhof oder Banish-Zone kann der Gegner keine Monster-Effekte in der Battleface machen. Das bedeutet, sämtliche Burning Abyss, Yang Xing oder Thunder Dragon triggern alle nicht. Selbst wenn Koloss verbannt ein Thunder Dragon vom Friedhof, weil das ja kein aktivierter Effekt ist, kann dieser Thunder Dragon zum Beispiel nicht triggern in der Verbannt-Zone, weil Meteor Burst sagt, alle Monster-Effekte des Gegners, egal wo, in der Hand, im Friedhof oder verbannt, alle annulliert während der Battle Phase. Und ja, das ist einfach extrem stark gegen solche Decks, gegen solche Float Decks. So, ja, wie gesagt, das war jetzt erstmal mein Pendulum Magician Budget Deck Profile. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr die in die Kommentare schreiben. Ich werde auf jeden Fall die nächsten Tage mal ein paar Combo-Videos raushauen mit genau diesem Budget Deck und ein bisschen mehr erklären, ein bisschen mehr die Engines erklären. Ich werde mal da schauen, was ich da so machen kann. Und ja, ich hoffe, soweit euch hat es gefallen. Und dann sieht man sich hoffentlich das nächste Mal. Bis dahin, ciao.